irgendwann mal sagen würde, ich liebe dich, dann wäre es nicht ganz deutlich, ob er sie wirklich als Mensch lieben würde oder ihre Millionen. Kommt noch dazu, dass das Vaterland fast pleite ist. Und diese Lage macht es nochmal interessanter. Es gibt also die große politische Lage und die kleine Mikrolage, wo die beiden eigentlich füreinander geschaffen und gemacht und alles Mögliche sind, es aber noch nicht zugeben wollen. Traumwelt und die Romantik, die die beiden sich immer wieder schaffen können, mit ihrer Art, so wie sie miteinander umgehen, die in den Vordergrund rückt und so überhaupt eine Liebe möglich hat, so wie im echten Leben auch. Genau wie im echten Leben ist es sehr schwer manchmal zu verstehen, was Liebe wirklich bedeutet, und ohne zu philosophisch werden zu wollen, aber sehr viele Menschen haben das Problem, dass sie nicht wirklich zuhören bei den anderen. Und ich glaube, dass Daniel und Hannah auch ein bisschen das Problem haben. Sie sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie eigentlich nicht wirklich zuhören, was bei den anderen passiert. Und wo das im echten Leben nerven kann, ist es auf der Bühne, glaube ich, gerade lustig, spannend und auch manchmal sehr romantisch. Weil als Publikum sitzt man drinnen und schaut auf die beiden und sagt, aber Leute, hört doch mal zu. Ja. Aber nicht nur zuhören, sondern fühlt doch mal ja, mit. Ja, fühl mal zu. Ja, genau, ja, fühl mal, genau, fühl mal zu, ja. Fühl mal mit. Ja. Dass es eigentlich, und das sieht man auch in ganz vielen Produktionen weltweit, dass es auch mal schlecht ausgehen könnte. Ja, dass einfach zu viel im Wege steht. Dass sie es dann doch tun am Ende, in unserer Version, glaube ich, ist auch noch keine Garantie dafür, dass es auf Dauer funktionieren würde. Siehst, da kommt jetzt wieder der Realist. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, beide bleiben sich selbst treu. Ja. Und weil sie es eben schaffen zu fühlen, und ich glaube, weil natürlich Hannah es schafft zu fühlen und Hannah irgendwann dann den richtigen, den richtigen Anlauf probiert, um ihm die drei Worte zu Ich liebe dich zu entlocken. Hanna inszeniert ja das Maxim für Danilo. Aber wenn sie dann sieht, wie die Damen von Maxim mit ihm schmusen, scheint doch eine gewisse Eifersucht in ihr aufzuflammen. Und ich glaube, dass sie ständig souveräner sein möchte, als sie ist, was übrigens auch ein ganz großes Problem in dieser Beziehung ist. Also sie will so tun, als wäre es kein Problem für sie, aber natürlich will sie ihn nur für sich alleine. Aber ob das wirklich der Ort ist, wo er sich zu Hause fühlt, wie er so oft sagt. Also dafür sagt er es für mich ein bisschen zu oft. Ich glaube, dass es auch zeigt, dass eine ganz große Angst bei sehr vielen Leuten drin ist, auch heutzutage noch. Vor fester Bindung, ja. Absolut, und das ist, glaube ich, bei Danilo nicht anders.